Dann sehe ich mal, wie das so ist, wenn man die Kurven ordentlich fährt. Oh fuck. Oh, oh Gott, oh Gott. Ah, Scheiße. Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, fahre ich gerade nicht selbst auf meinem Motorrad, sondern der Alex fährt mein Motorrad. Und wir werden ein paar Kurven fahren, damit ich auch mal sehe, wie sich Schräglage anfühlt. Oh Gott, oh Gott. So komisch, da hinten drauf zu sitzen. Wie fühlt es sich an? Ja, hoch. Abgehoben, ja. Ich hoffe, ich rutsche nicht ab von der Fußraste. Also von der nicht vorhandenen Fußraste. Es fühlt sich gewohnt an. Gewohnt? Ja. Also du bist da nicht wirklich schwer, es ist auch nicht, für mich ist es nicht wirklich schwierig, dass man zu zweit. Ja, das ist gut. Ich bin wie so ein Rucksack. Ja, du, ich habe auch, also mein Rucksack hat 10 Kilo gewogen beim Hinfahren. Mit Laptop. Das ist eh voll arg irgendwie. Also ich bin jetzt 2,5 Stunden, wow, oh Gott, beim Beschleunigen muss ich aufpassen, das ist so. Aber ich habe hinten noch so die Hörner, an denen kann ich mich anhalten. Man sieht es im Schatten, diese hier. Aber ansonsten viel Platz ist da nimmer. Ja, auf jeden Fall, ich bin vorher Autobahn gefahren, jetzt 2,5 Stunden hierher von Wien. Und hallo! Immer um Leute erschrecken. Die Leute reißen. Voll fies. Dann sehe ich mal, wie das so ist, wenn man die Kurven ordentlich fährt. Oh, oh Gott, oh Gott. Mein Ziel ist es, dass ich sicher Kurven fahren kann mit der richtigen Technik und auch mal eine akzeptable Schräglage. Also das sind so meine Vorsätze. Und wenn alles gut läuft, werde ich so ein Vorher-Nachher-Video drehen. Habt ihr da Bock drauf? So, so bin ich am Anfang der Saison gefahren und so am Ende. Also wenn es einen Unterschied gibt, also ich hoffe doch schon, weil sonst mag ich es nicht, das ist peinlich. Also wie gesagt, weil ich auch gelesen habe, ist es sinnvoll, wenn man als Fahranfänger ja, Motovlogs macht und aufnimmt. Ich denke mal, sinnvoll, also Leute, ich mache meine Videos nicht, um jemanden zu belehren oder Tipps zu geben. Ich meine, okay, ich kann doch insofern Tipps geben an auch Leute, die auch anfangen, so wie Leute, macht sowas nicht, weil ich habe es gemacht und ihr seht, das ist nicht gut oder ihr könnt das besser machen, aber es soll in erster Linie zur Unterhaltung sein. Na, Alex ist vielleicht voll genervt, dass der vor allem so langsam fährt und hofft noch zu überholen. Wenn ich jetzt selber fahren würde, wäre ich voll dankbar, so dass Fahrzeug besonders langsamer fährt, damit ich selber die Kurve nicht zu schnell fahren muss. Voll schön hier zum Fahren. Dabei waren die Kurven auch noch ganz akzeptabel. Oh, oh Gott, oh Gott. Ah, Scheiße. Oh, oh mein Gott. Oh nein, oh, achso, das sind eh 2 Streifen. Wow. Wir machen so Überholvorgänge immer voll nervös. Weil ich mir immer denke, so, oh Scheiße, das geht sich nicht aus. Aber in dem Fall waren ja eh 2 Streifen. An alle, die schon mal Sozius gefahren sind, also mitgefahren sind, mit wem? Schaut ihr lieber über die linke oder über die rechte Schulter? Irgendwie fällt es mir leicht, über die rechte zu schauen. Also es ist für mich angenehmer. Das ist so ein bisschen wie wenn ihr so im Lift fahrt, dann habt ihr auch vielleicht manchmal so ein Kribbeln im Bauch. Genauso ist es bei mir ein bisschen über den Kopf. Ich wollte gerade grüßen, hab meinen Arm so raus. Oh. Oh. Und ich wollte gerade so grüßen, habe so meinen Arm rausgestreckt und der Wind hatte mir fast ausgerissen. Irgendwie mit dem rechne ich auch nie, dass so der Wind so stark ist.
als ob ich gerade einen Rollerfahrer gegrüßt habe, macht auch nichts. Und? Ja, das ist schon arg. Jetzt haben wir so oft auf und ab gefahren, die Strecke. Ja? Ja, es ist auch echt gut zum Üben. Für die Kurven. Sollen wir nochmal auf und nochmal runter? Ja, können wir. Dann wieder weiter. Ja, was? Geht das eh mit der Fußraste? Ja, ja, es geht. Auf ein neues. Schutzkleidung muss ich mir kaufen. Oh, der grüßt sogar noch in der Kurve. Oh mein Gott. Oh, Scheiße, wir sind schon schräg, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Seht ihr das auch oder sieht man das auf der Kamera überhaupt? Oh Gott. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Das ist wie Achterbahnfahren. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand's geil. Ja, ich hoffe, dass es, ich meine, vielleicht nicht diese Saison, aber. Aber weiß, also ich will die Ziele auch nicht zu hoch stecken, weil sonst bin ich so deprimiert, wenn ich es nicht schaffe. Oh, oh. Ja, aber wenn ich so die Hälfte dieser Schräglage hinbekomme, bin ich schon mal glücklich.